Ja, meine lieben Freunde, damit ein herzliches Willkommen jetzt zurück zu dem Scheiß, den ihr sehen wollt bei 7 Days to Die. Ich bin euer Zero, das ist ja mittlerweile bekannt. In your face, in der Ansage machst du mich hier dumm an, oder was ist hier los? Hier, so sieht's aus. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg und suchen Zombies, die wir töten können. Aber leider sind halt immer die falschen. Es fehlt jetzt noch eine Art an Zombie, aber ich weiß echt nicht, wer und... Vielleicht ist der ja dabei hier gerade. Ich will's hoffen, aber es sieht beinahe nicht so aus. Diese Zombie-Arten habe ich alle schon umgebracht. Hier den Zappelklaus. Vielleicht ihn hier noch. Ich habe keine Ahnung. Ne, den haben wir auch schon, ne? Haben wir den nicht schon? Oh, der ist jetzt auf jeden Fall auch gleich tot. So, der ist hier nicht bei, ne? Das ist unglaublich. Jetzt stirb. Mein Gott, bist du hartnäckig. Ein Kriecher. Selbst der hat nichts. Was? Alter, hier sind auf einmal drei neue gespawnt. Habt ihr gesehen? Und ich glaube, das ist er hier. Ich glaube, das ist er, den wir brauchen. Der läuft so komisch. Ich glaube, das könnte er sein. Nein, mein Bogen. Oh mein Gott. Und ich... Alter! Alter, ist sie heftig. So, ich habe die Herausforderung geschafft. Yes! So, geschmeidig von der Hand, sage ich euch, ihr blöden Arschlöcher. Jetzt habt ihr mir meine ganze Munition geklaut. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich muss so viel neue Munition bauen jetzt. Und das Schlimme ist, dass die Schrotflintenmunition mit Papier gebaut wird. Und ich habe nicht wirklich viel Papier. Das ist ein kleines Problem, was ich habe jetzt gerade. Und wir haben unser Inventar voll. Ich bin überhitzt. Alles ist scheiße. Aus der letzten Folge noch. Wir befinden uns also immer noch in derselben Session wie aus der letzten Folge. So. Taschenmotorrad für Vollidioten. Oh! Lesen. Was? Ich habe das Höchstlevel erreicht? Was? Alle Rezepte bereits bekannt? Was? Ist nicht cool. Das ist echt voll uncool. Wie alle Rezepte bekannt. Wieso kann ich das Ding dann da nicht bauen? Wieso kann ich kein Taschenmotorrad bauen, wenn ich alle Rezepte habe? Muss ich da noch irgendwas für finden oder wie? Handgriff. Ja, toll. Hier, die zwei Sachen. Fehlen dann noch oder was? Oder kann ich die bauen und... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ist ja auch jetzt gerade mal egal. Da kommen wir schon irgendwie hinter. Vielleicht habt ihr ja noch Tipps, wo man diese Rezepte herbekommt oder wie man das am schnellsten bauen kann. Wo bin ich denn jetzt hier? Gut. Ich bin am Überlegen, ob ich über die Brücke gehe. Oder vielleicht in den Laden hier mal rein. Weil hier waren wir auch noch nicht wirklich drin. Ich habe jetzt aber nicht mehr so viel Munition. Ich habe noch nicht mal mehr einen Pfeil und Bogen, sehe ich gerade. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. So, jetzt werde ich mir erstmal einen neuen fertigen. Zack, perfekt. So, wie viel? Null Pfeile! Ich habe ja nichts mehr. Ich kann nur noch aufs Maul hauen. Oh je, das kann interessant werden, meine Freunde. Keine Munition, der Zero hat keine Munition. Ich wiederhole, der Zero hat keine Munition. Und wieso habe ich den Helm nicht auf? Ich sehe ja gar nichts. Wie viele Punkte haben wir denn? 4 mittlerweile wieder. Okay. Ich würde sagen, ich lege den mal eben an. Dann sehe ich auch ein bisschen mehr. YouTube macht die Videos ja immer so dunkel. Leck mich fett, da sieht man nichts. Toll, jetzt mache ich hier extra so eine Kiste auf und dann, was ist da drin? Nix. Das ist ja echt zauberhaft. Zauberhaft, sage ich euch. So, Schrank, Gläser, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Blutpaket, das nehme ich gerne mit. Oder ein Blutbeutel, so. Ach, wie schön, ein Schraubenschlüssel, den nehmen wir natürlich auch mit. Was ist denn das für eine Frage? Und ich glaube, ich werde den Blaubeerkuchen einfach mal essen jetzt. Dann habe ich wieder Platz. So. Was ist hier noch in den Medizinschränkchen? Wieder so ein... Ja, das bräuchte ich jetzt eigentlich gerade. Kann ich eigentlich mal benutzen auch. Nur. Oh, shit. Zappelklaus. Schnell weg. Mal eben auch mal auf hier machen.
So, mal eben reinschauen. Was ist hier Feines? Oh, voll die Lagerkisten hier. Stoff? Oder was soll das? Stiff? Ach, nicht Stoff. Stiff. 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 Stiffkisten, Alter. So, und das werden wir jetzt auch mal eben lesen. Kennen wir zwar schon, aber egal. Nehmen wir jetzt mal das hier mit einfach. Und wenn ich was Geileres finde, tue ich das halt weg. Okay, ist nichts drin. Nichts. Ich muss mich ja eben umdrehen. Nicht, dass sie gleich hinter mir stehen. So, hier. Was war das denn? Hartmetalltür. Interessant. Und ein Safe an der Wand. Ein Vorschlaghammer mal wieder. Oh, wie schön. Boah, dann lasse ich hier den Eisenpfeil hier und nehme den Vorschlaghammer. Oh, die drehen hier richtig durch. Wie versperrt. Erstmal aufmachen. Da bin ich ja mal gespannt, was wir da wieder bei rausholen. Na komm schon. Was ist das? Ein Jagdmesser. Ja, das ist doch schön. Lesen. Zappel Klaus, alles fit bei dir. Ja, zappelst du wieder rum? Komm, jetzt dreh hier nicht so ab, Alter. Du kriegst jetzt richtig aufs Maul. Boah, mächtig. Der ist schon tot. Wahnsinn. Wollte ich ja auch unbedingt mal mit euch ausprobieren. Haben wir ja jetzt. So, hier mache ich mal auch eben auf. So. Fein. Fein. Oh, voll auf den Kopf gehauen. Nicht schön für den Zombie. So, wir finden ja schon Sachen, aber irgendwie nicht die, die ich brauche. Jetzt bin ich ja auf dem Dach. Auch nicht schlecht. Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Ich bin der König der Welt! Oh, herrlich. So, ein Rucksack. Was ist denn hier drin? Jagdgewehr. Das brauche ich. Genau das brauche ich. Was tue ich denn dafür weg? Wildbla, egal, ich esse das jetzt. So. Dein Herz, deine Seele und der Rest von dir fühlen sich bereits wärmer. Ey, die soll sich jetzt nicht noch mehr aufhitzen, die Alte. Die ist doch schon heiß genug. Wortspiel. So, was ist, wenn ich jetzt hier runterspringe? Dann ist bestimmt alles vorbei, ne? Dann ist Gabriel vorbei. Oh, ich kann doch hier bestimmt runter, ganz chillig. Easy peasy. Siehste. Siehste. So, das war auf jeden Fall hier jetzt der Working Stiff Tools Geschäftsmarkt. Und ich würde sagen, wir wandern jetzt einfach mal. Das war die Plantage. Soll ich vielleicht doch nochmal in eine Stadt gehen oder... Was ist das hier denn für ein Häuschen? Wie lange haben wir denn überhaupt Zeit? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Da würde ich sagen, gehe ich jetzt einfach mal Richtung Häuschen da. Und wir müssen echt extrem aufpassen, weil, Freunde, aufgepasst, wir haben keine Munition mehr. Das heißt, wenn uns jetzt Zombies über den Weg laufen, haben wir die Kacke am Dampfen. Und da ist schon der erste, sehe ich schon von hier. Das ist gar nicht gut. Der Vorteil ist, dass wir jetzt ziemlich lange rennen können mit 102 Wohlbefinden. Das ist auf jeden Fall ein wirklich, wirklich großer Vorteil. Allerdings hält das auch nicht ewig und naja, ihr wisst ja. Ist halt nicht so schön, nachts hier rumzulaufen. Und wir sollten dann auch schleunigst schauen, dass wir bald wieder zurückkommen. Und die Folge beenden, denn die letzten Folgen waren ziemlich lang. Halbe Stunde fast immer. Oh nein, ey. Was ist das? Ist das wieder die... Nein, lass mich leben. Hilfe. Oh nein, es lebt. Es will mich. Spring auf den Stein, du Vollhorst. Oh. Haha. Ich hau dich jetzt weg. So, voll auf den Kopf. Voll auf den Kopf. So sieht's aus. Er steht wieder auf. Er hat noch nicht genug. Er hat noch nicht genug. Ah, jetzt aber. So, das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Sind da noch mehr?
Ach, guck mal, da rennt einer. Habe ich denn noch einen Pfeil? Nee, ne? Schade eigentlich. Ja, ich könnte jetzt in die Kirche gehen, aber was soll ich da groß machen? Ich glaube, wir sollten echt gucken, dass wir wieder nach Hause kommen, ja? Bogenschieben. 13. Da mache ich mal noch 2 drauf. Klingenwaffen mache ich auch noch mal 2 drauf. So. Und jetzt überlege ich mir, was mache ich? Es ist wirklich gefährlich, wenn ich hier jetzt bleibe. Du erleidest einen Hitzeschlag schon wieder? Ach, der blöde Helm. Mann. Kaum habe ich den Helm auf, kriegt die voll den Hitzeanfall immer, die Alte. Das muss an dem Helm liegen. Anders kann ich es mir gar nicht erklären. So, was kann ich denn hier lassen jetzt? Eigentlich gar nichts. Ich brauche das alles. Obwohl, ich könnte ja einfach jetzt mal so eben den grünen Blutbeutel wegwerfen und dafür jetzt einfach mal, was wollte ich denn jetzt überhaupt? Ach ja, den Helm abnehmen. So. So, dann kriegt die auch gleich nicht mehr so viel Temperatur, hoffe ich. Alter, und die hat richtig Durst. Oh, wir müssen nach Hause, ganz, ganz dringend. Scheiße. Und das ist ein ziemlich langer Weg, sehe ich gerade. Wir müssen erstmal ein bisschen abkühlen, bevor ich wieder rennen kann. Und dann heißt es Lauf. Gabriel, lauf. Los geht's. So, meine lieben Freunde, wir sind gleich da, möchte ich hoffen. Ich bin jetzt schon ziemlich lange gerannt. Ihr habt gesehen, ich habe das Video einmal geschnitten und tatsächlich, wir sind gleich am Ziel. Wir müssen dann die Folge auch leider beenden, denn es ist schon wieder ziemlich spät und die Aufnahmezeit ist jetzt leider vorbei für heute. Und ich möchte hoffen, dass ihr natürlich wieder Spaß an der Folge hattet mit unserer Gabrielle und mit mir, mit der ganzen Community von 7 Days to Die zusammen. War auf jeden Fall wieder richtig schön, dass ihr eingeschaltet habt und es würde mich freuen natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Auch natürlich das Video teilt vielleicht und liked. Das wäre wunderbar, das würde mich super freuen. So wie immer, darauf kommt es nämlich an, das ist eigentlich das Allerbeste, finde ich, an einem Let's Play. Wenn man wirklich ein Let's Play gefunden hat, was die Leute auch noch gut finden und das auch noch unterstützen und mehr davon sehen wollen, das macht einem natürlich dann umso mehr Spaß. Wie ich schon im letzten Video erwähnt habe. Aber naja, wie auch immer. Ich möchte jetzt erstmal schnell nach Hause kommen, damit die Alte hier nicht verdurstet. Und wir nicht noch mehr an Wohlbefinden verlieren. Denn wir sind gerade so weit, dass wir genug haben. Dass wir wirklich weit, weit rennen können. Und so weiter und so fort. So, jetzt werde ich erstmal meine ganzen Kisten und so ausleeren. Aber das, meine Freunde, müsst ihr nicht weiterhin sehen. Das ist langweilig. Wir sehen uns in der nächsten Folge von 7 Days to Die wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Ne? Ja, meine lieben Freunde. Und ich würde sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Verdammt nochmal, wenn es wieder heißt 7 Days to Die. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!